Oh. Hallo, 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 hallo. Hallo, lieber Chat. Sind wir alle da? Wie geht es uns heute? Und seid ihr schon an der Twitch-Werbung vorbei? Na, da warten wir noch einen Moment, aber rein theoretisch sollten wir schon live sein. Hallo, hallo, hallo. Hört man mich? Augen? Ja, man hört mich. Sehr schön. Sehr schön. Wie geht es euch? Seid ihr bereit für ein wenig KSP? Ja, nein, vielleicht. Man hört mich perfekt. Das ist sehr schön. Spiel ist auch nicht zu laut. Oder zu leise. Hallo Nice One, hallo Merylix, hallo Fire Turtle, hallo Corner Devil. Na? Sehr schön. Gut, ja, wir machen heute tatsächlich ausschließlich KSP. Dafür vielleicht nicht ganz so lange. Mal schauen, weil ich habe einen Plan und der hängt ein wenig mit der aktuellen Folge zusammen. Moin Julian, ich habe der Einfachheit halber einen alternativen Spielstand angelegt von Operation Vanilla, der heißt Operation Asteroid oder Operation Asteroid. Und der entspricht im Prinzip dem Stand von dieser Folge, vom Ende dieser Folge, aber mit der kleinen Änderung, dass ich den Asteroid in eine Kerbin nähere Umlaufbahn gebracht habe. Hallo Dakota. Ah, Nice One wusste es. Das ist sehr gut. Woher, man weiß es nicht. Die NSA. Nice One ist arbeitet für die NSA. Oder auch nicht. Also, der Gedanke ist, wir beschäftigen uns heute ein wenig mit diesem Asteroiden und gucken mal, ob was wir damit anstellen können. Ich zeige ihn euch nochmal. Wo er ist? Wo ist denn die liebe Liv? Die liebe Liv? Die liebe, liebe Liv schwirrt hier irgendwo rum. Das ist das Landelicht. Da, Aerosmith 1. Fliegen wir mal. Guten Abend, an die 8P. Salut, salut. Und überhaupt. Das ist er. Kennen wir schon? Ist aus der heutigen Folge. Fliegt um Kerbin. Macht er lustige Dinge. So, und ich habe drei völlig unterschiedliche Pläne, das Ding zu deorbiten. Und der Gedanke ist jeweils, es irgendwie zum KSC zu kriegen. Guten Abend, SG Flo. Oh, Nice One's Tarnung ist aufgeflogen. Genauso sieht's aus. Also, der Plan ist, wir bringen dieses Dings, den Asteroiden Liv zum KSC. Und wir haben drei mögliche Methoden und ich möchte sie einfach der Reihe nach ausprobieren. Und wenn ihr schlaue Tipps habt, dann möchte ich die natürlich hören. Mit der Schweiz? Nein, die Schweiz ist, die hat Schokolade. Da waren wir ja gerade. Zotter und Co. Also, den wollen wir hier mal einholen. Und der erste Versuch, den ich machen möchte, ist, da schauen wir mal. Ich möchte das KSC nicht direkt bombardieren, jedenfalls noch nicht mit dem ersten Versuch. Der erste Versuch soll sein, wir holen das Ding mit dem Shuttle ab. Und schauen wir mal, wie wir das machen. Erstmal laden wir das gute Stück. Die Vanilla Sunrise plus Stack. Zotter ist Österreich. Mist. Was ist denn dann? Ach, ich weiß wieder Dinge nicht. Aber Zotter Österreich lecker ist, das ist das Entscheidende. So, wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, ist die Kralle. Die Kralle.
Ups, und die Kralle krallen wir hier mal fest. So. Und dann... Nee, ich denke... Das reicht, aber... Wir machen noch eine kleine... Eine Notfallgeschichte für den Fall, dass es nicht geht. Machen wir... Für den Fall der Fälle hinten noch ein Ups, ein Modular Girder rein. Ist das zu eng? Ich habe Sorge, dass das zu eng ist. Ist das wieder der gleiche? Wir machen das nicht. Wir nehmen das so. Zotter ist bitte schön Österreich, ganz genau. Noch nicht. Noch nicht was? Noch nicht Österreich? Ach nee, noch nicht das KC bombardieren. Wunderbar. Spanngurte brauchen wir natürlich, wunderbar. Und Kleber in die Zwischenräume. Diesen einen Fußballkleber, der moderiert. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich hatte überlegt, ob man hier... ja, wenn er nicht in die Ladebucht passt, dann haben wir ein Problem. Aber für den Fall, dass wir da ein Problem haben, dachte ich mir, vielleicht können wir da noch was Alternatives machen. Und ich glaube, die Alternative probiere ich jetzt mal. Wir... Ne, der haftet nicht. Wir nehmen... Utilité, wir nehmen einen Dockingport. Wir machen den Dockingport da dran. An den Dockingport klemmen wir das Ding dran. Und daran klemmen wir... Das ist zu klein. Das ist genau richtig. Ups. Da dran. Und dann nehmen wir noch eine Kopie. Dann nehmen wir noch eine Kopie hiervon. Machen die da drauf. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze noch zugeht. Ach, verdammt. Sieht aber lustig aus. So ein bisschen wie R2-D2. Hinten auf dem X-Wing drauf. Moin XD-Gamer. Hallo. Willkommen zurück. Warst du jetzt eine Weile nicht da? So, wir machen den mal... Nein. Gut. Steuerung Z. Machen wir mal das Snap aus. Bleh. Nee, der will wirklich nicht ge... Also, was machen wir? Wir haben... das hängt davon, wir spielen heute offensichtlich Andi und Moin sind ein wenig später zurückgekommen. Ist kein Problem, ich erkläre es gerne nochmal. Wir haben, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, aktuell, die wir gerade so... die ich gerade heute hochgeladen habe. Nicht schlimm, wenn nicht, aber da haben wir uns einen Orbit, einen Asteroiden eingefangen. Und den Asteroiden wollen wir jetzt einfach mal probieren, auf verschiedene Arten zurückzuholen zum KSP, zum KSC. Wir spielen heute nur KSP. So. Das passt rein, ist aber noch nicht angestruttet. Das müssen wir natürlich noch machen. Struts, nicht zu viele, Struts, und hier nochmal Struts. So, und für den Fall, dass das nicht klappt, können wir das Ding immer noch abkoppeln. So, da, so. Forschung auf Asteroiden habe ich tatsächlich auch noch nicht versucht. Ich glaube eigentlich nichts weiter, weil das ja kein... Man macht ja auch keine Forschung auf einem... Könnte vielleicht. Wir haben ja Personal dabei. Im Zweifelsfall können wir es probieren. Aber der ist sehr, sehr klein. Ich meine nicht. Wir haben uns alles Mögliche eingefangen. Ein Orbit natürlich noch nicht. Ein Asteroiden, das war der Versprecher an der Stelle. So.